Schon ein kleines Kind war mir bewusst, dass ich einmal die Aufgabe bei Miele übernehmen sollte, so wie mein Vater die Aufgabe von seinem Vater übernommen hat. Es war mir ganz klar, das würde der Inhalt meines Lebens sein. Und meine Eltern taten etwas sehr Vernünftiges. Als Kind haben sie mir von Märklin nicht nur eine elektrische Eisenbahn, sondern auch den Märklin Metallbaukasten geschenkt. Und an diesen Dingen hat sich meine Leidenschaft für Technik entwickelt. Und das hat mich bis heute immer begleitet. Das Motto immer besser kommt von den beiden Gründern, dem alten Herrn Miele und meinem Großvater. Für sie war es schon selbstverständlich, dass es nur zwei Wege zum Erfolg gibt. Entweder billiger zu sein oder besser zu sein. Billiger zu sein war keine Chance. Es gab 35 andere Hersteller von Milchzentrifugen in Deutschland. Aber immer besser zu sein, das konnten sie sich vorstellen. Und sie schrieben schon 1901 auf die Deckel ihrer Butterfässer immer besser zusammen mit dem Westfalenross. Im Laufe der vielen Jahre hat Miele natürlich viele Veränderungen erlebt. Ich persönlich bin mit der Firma verbunden eigentlich seit April 1945. Damals gab es keine Schule und ich habe bei den Elektrikern für ein Jahr hier gearbeitet, bis es wieder Schule gab. Nach dem Studium, endgültig angefangen, habe ich 1957 und zog in das Büro meines Patenonkels, Herrn Walkenhorst, praktisch als sein Assistent. Und 1961, nach seinem Tode, war ich dann die technische Spitze von Miele. 1960 kamen Rudolf Miele und ich zu dem Schluss, dass wir nicht auf so vielen Gebieten wirklich Spitze sein konnten. Als ich 57 von Amerika nach hier kam, sagte ich, wir müssen automatische Maschinen bauen. Das war damals noch recht ungewöhnlich, aber ich sagte, das wird hier auch kommen. Aber man glaubte mir nicht. Und mein Patenonkel, der die Technik hier machte, der sagte, ach, also sowas Automatisches, das kaufen doch nur so überkantitelte Frauen, die nachher nicht mal selber einen Keilriemen auswechseln. Und ich sagte, und sie werden es kaufen. Und darauf sagte der Patenonkel, also jeder hat das Recht, einen großen Bock zu schießen. Wenn du verlangst, ihn jetzt gleich zu Beginn zu schießen, mache es. Und ich bekam im September 57 die Freiheit, das Ding zu machen. Das hier ist also das Erste, was ich hier gemacht habe. Und es war kein Bock, den ich geschossen habe. Denn wenn wir es nicht gemacht hätten, gäbe es heute keine Miele-Waschmaschinen mehr. Ich habe Maschinenbau studiert. Und bis in die 60er Jahre waren die technischen Aufgaben bei Miele auch mechanische, also Maschinenbauaufgaben. Das hat sich gewandelt. Mitte der 60er Jahre haben wir als erste Firma in Europa Elektronik in Haushaltsgeräte eingeführt, indem wir die Feuchtigkeit der Wäsche im Trockner elektronisch gemessen haben. Heute ist der Kern unserer Entwicklung Software und Elektronik. Es hat sich also die Aufgabe völlig gewandelt. Um sich vorzustellen, wie sehr sich Dinge gewandelt haben. Wenn man jetzt zum Eingang hereinkommt, dann kommt man in unseren Ausstellungsraum. Damals, als ich kam, wurden dort Futterdämpfer für die Schweineaufzucht gefertigt. Das ist doch ein kleiner Unterschied. Wenn ich gefragt werde, was ich mir für die Zukunft von Miele wünsche, dann eben, dass wir dem immer besser treu bleiben, dass wir eine selbstständige Familiengesellschaft bleiben,
die nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun hat, die nicht auf außenstehende Investoren hören müssen, sondern die ihrem Ziel nachgehen kann und in gesundem Zustand in die nächsten Generationen weitergegeben wird. Und dass sich alle Mitarbeiter hier wie in einer großen Familie wohlfühlen können und nicht Angst vor Entwicklung haben müssen.